Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Und wer hier mal richtig hinschaut, hat es sofort erkannt. Wir sind wieder auf der Galgenberg, mal endlich. Es ist schon ein bisschen her, ich gebe es zu. Letzter Stream, 1.6. und jetzt sind ein paar Tage ins Land gegangen. Und ich habe in der Zwischenzeit wieder hier ein bisschen gebastelt, ein bisschen gearbeitet. Und wer den Stream gesehen hat von der Galgenberg, am Ende kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir hier gerade dabei waren, diese beiden Felder hier zu ernten bzw. den Grasschnitt zu machen. Und ich habe es ja schon mal thematisiert in den anderen Streams, zum Beispiel auf der Alteiche, dass mir hier das alles ein bisschen komisch vorkommt, denn ich habe folgendes Problem gehabt, ähnlich wie auch schon auf der Neubartelzagen, dass ich hier mit dem Mähwerk tatsächlich Feldränder erstelle bzw. Felder erweitere, Felder erstelle. Und ich habe ja das Ganze hier ja, wie gesagt, ein bisschen angetestet. Ich habe gedacht, das wäre, würde an einem Mod liegen. Field Creator Mod, den habe ich deinstalliert, hat nichts geholfen. Ich habe es mit einem anderen Fahrzeug probiert, mit dem Big M, hat nichts geholfen. Ich habe alle Mods deinstalliert, hat nichts geholfen. Immer wieder das Gleiche. Und wenn ich hier mal ein bisschen auch auf die Karte schaue, dann seht ihr das hier an der Stelle, wenn ich gucke, nachgepflügt, muss gepflügt werden, dann seht ihr es hier. Hier die Ränder, er zeigt dann eben an, muss jetzt gepflügt werden. Und wir haben das Problem eben nicht nur an diesen Feldern, wo wir schon hier vor kurzem unterwegs waren, sondern ich habe das Ganze mir dann nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, mir das Ganze nochmal angeschaut. Ihr seht es nämlich auch hier an diesen Feldern. Überall hier haben wir an den Rändern entsprechend Pflügen und das ist deswegen, weil eben hier Feldränder erstellt wurden durch ein Mähwerk. Das war teilweise, weil man zum Beispiel dieses Feld hier am Anfang in unserem Besitz war, genauso glaube ich wie auch dieses, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Nee, das war glaube ich ein Auftrag und das ist nämlich auch genau das Thema. Es sind nicht nur die Felder, die wir gekauft haben, sondern auch Felder, die ich mal bearbeitet habe als Mähaufträge, wie hier die 73, die 70, hier die 66. Überall haben wir jetzt am Rand das Thema mit dem muss gepflügt werden, weil das Mähwerk hier einfach drüber gefahren ist und hat tatsächlich hier Feldränder erstellt. Hier oben ist auch ein Grasfeld, wo wir auch schon mal waren. Sogar hier auf dem Sportplatz auf der 88 habe ich mal eine Folge gemacht, wo wir gemäht haben. Auch da habe ich jetzt genau dieses Thema. Gut, also sei es drum. Deswegen auch hier hatten wir mal ein Grasfeld und deswegen aber auch hier alles nachziehen müssen und mussten hier nochmal ein bisschen nacharbeiten, damit wir wieder ordentliche Feldränder bekommen, die dann eben auch das Mähwerk erkennt und dann oder beziehungsweise eigentlich um genauer zu sein, der Helfer. Also wie gesagt, eine komische Geschichte. Ich habe einiges ausprobiert. Es muss definitiv hier an der Map liegen, denn ich habe das Ganze dann auch zum Beispiel auf der Erlengrad parallel ausprobiert und auf der Neumini-Brunnen. Da habe ich das Ganze dann auch noch getestet und da haben wir zum Beispiel auch gar keine Probleme mit dem Mähen. Tja, nun gut, sei es drum. Also, dann ist es so, muss ich mir Gedanken machen, weil ein bisschen, ja, ist das jetzt schon negativ. Das gefällt mir eigentlich nicht ganz so. Ich habe mich auch jedes Mal schon gewundert, warum die Felder dann am Ende immer so komisch, ja, hier so diese Flecken haben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt und dann musste ich dann immer nachmalen und das hier entsprechend korrigieren. Seht ihr hier diese Flecken hier zum Beispiel? Das kommt eben dann dazu zustande, dass er hier dann drüber fährt, hier Felder erstellt und dann passt das alles irgendwie hinten und vorne nicht. Und das ist halt, wie gesagt, alles komisch. Ich weiß nicht, ob das hier einfach mit diesen Wegen zusammenhängt. Ich kann es mir nicht erklären. Nur, wenn wir das wieder nachmalen und anschließend dann Gras drauf machen, ja, dann passt es einfach wieder nicht von den Farben und so weiter. Finde ich dann ein bisschen unschön. Aber müssen wir mit leben. Und das hat für mich oder hat mich jetzt auch auf den Gedanken gebracht, beziehungsweise mich zum Nachdenken angeregt. Werden wir hier jetzt erstmal mit dem Xerio noch ein bisschen weitermachen. Denn das Gras kommt ins Silo. So, jetzt habe ich wieder falsch eingeschlagen. Erst wollen wir hier das Material noch aufnehmen. Und dann werden wir anschließend noch unser Grasfeld am Berg noch abarbeiten. Ja, das Ganze hat mich jetzt zum Nachdenken angeregt und ich tendiere fast dazu, hier dieses ganze Projekt ein kleines bisschen umzumodeln. Irgendwann habe ich es, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Vielleicht machen wir hier eben aus der Galgenberg, wenn wir die Galgenberg weiterspielen, das Ganze müssen wir uns ja noch überlegen, sobald ja die Oberschwaben vom Yugi draußen ist, ob wir dann überhaupt hier noch an der Galgenberg weiterspielen. Denn wir haben ja mit der Neumini-Brunn und der Alteiche ja auch wunderschöne Projekte zurzeit am Start.
Start, die Alteiche als Live-Projekt, als Stream-Projekt und natürlich die neue Mini-Brunn mittlerweile mit über 111 Folgen immer noch interessant. Aber worauf ich eigentlich hinaus will ist, und da machen wir nochmal ganz kurz den Motor aus, wir schauen nochmal auf die Karte. Ich denke fast, vielleicht machen wir hier dann doch ein XXL-Projekt raus und werden uns dann auch weniger um Tiere kümmern, deswegen auch eventuell dann den Hof Nummer 5 wieder verkaufen und dann hier vielleicht anfangen, Felder zusammenzulegen, wie zum Beispiel diese drei Felder oder zum Beispiel auch hier diese drei Felder oder diese Felder hier. Man könnte auch, lass mich kurz überlegen, diese zwei Felder, weil was ich nicht machen will, ist dort, wo Wege sind, da werden wir definitiv keine Felder zusammenlegen, da hat es Wege, aber dann halt eben hier in dieser Map dann ein bisschen auf Großgrundbesitzer gehen in diesem Projekt, Felder zusammenlegen und dann mit größeren Gerätschaften arbeiten und dann habe ich mir auch überlegt, ob wir dann eventuell dieses Gelände hier kaufen, denn auf diesem Gelände, wir schauen mal, so, kann ich da jetzt hinspringen, da gibt es ja ein großes Silo. Da hat es entsprechend untere Stände und auch eben größere. Wir haben hier einen Dieseltank, wir haben hier einen Düngertank. Wir könnten hier natürlich dann noch weitere Gerätschaften aufbauen, entsprechende Silos. Hier hätten wir eine große Halle zum Unterziehen von Großgeräten. Und hier haben wir dann zum Beispiel auch noch ein bisschen. Und unten haben wir ja auch eine Hörmannhalle, wo wir dann auch rein könnten und Unterstände hätten. Das heißt, dieses Gelände vielleicht sozusagen dann für wirklich Großgeräte, große Traktoren, große Drescher, große Selbstfahrer, dass wir dann hier ganz, ganz groß eben einsteigen. Also, das ist so jetzt so eine Überlegung, die ich mir ja gestellt habe, denn dann haben wir auch hier ein Silo, ein extra Silo, um dann die entsprechenden Getreide, die entsprechenden Feldfrüchte, die wir dann in diesem oberen Teil hier ernten, weil dann würden wir von hier aus im Prinzip die Felder hier oben bewirtschaften und dann müssten wir auch nicht durchs Dorf in Anführungszeichen mit den Großgeräten, sondern könnten dann von hier aus eben alles hier oben abfahren und entsprechend arbeiten und die Felder hier unten, die würden wir dann weiterhin natürlich von unserem Haupthof hier aus bearbeiten und bewirtschaften. Das wäre so ein bisschen eine Idee für die Zukunft. Schreibt mir es doch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und dass wir uns dann halt ja praktisch nur noch um die Tiere hier kümmern auf unserem Haupthof und natürlich noch die Schweinchen, ganz klar, aber uns dann zum Beispiel von dem Hof hier verabschieden, damit wir halt dann doch nicht zu viel Klein-Klein haben, deswegen dann auch eventuell uns auch von der Apfelplantage und von der Apfelgeschichte verabschieden, einfach so generell ein bisschen reduzieren, vielleicht auch eben von den Gewächshäusern, muss ich mir mal Gedanken machen, damit man eben nicht ganz so viele Produktionen und Kleinzeug haben, so wie wir es ja schon im Prinzip auf der neuen Mini-Brunn haben. Dort haben wir jede Menge Produktion, da wollen wir auch in die Produktionen, da wollen wir auch weiter einsteigen und expandieren, bis uns das ganze Tal gehört. Aber ich denke hier auf der Galgenberg, da könnten wir eventuell doch ein bisschen anders arbeiten, ein bisschen anders hier wirtschaften und Dach hier vielleicht ein kleines bisschen mehr in die Richtung eben XXL bzw. Big Farm Projekt gehen und das langsam wandeln. Und das hieße eben dann doch mehr Feldwirtschaft und etwas weniger Tiere. Auf der Alteiche machen wir ja auch unsere Kühe, da haben wir auch unsere Hühner, da haben wir auch unsere Gewächshäuser oder unser Gewächshaus im Moment. Und da will ich auf jeden Fall ja auch noch die Weide kaufen, die Kuhweide, um dort auf jeden Fall etwas intensiver in den Bereich Viehwirtschaft zu gehen. Aber dort haben wir eben auch keine Probleme mit dem Gras, mit der Graswirtschaft. Natürlich könnte man die Felder jetzt ein bisschen nachbearbeiten, aber wie ich schon sagte, man sieht es dann eben auch hier. Deswegen fahren wir mal kurz daher. Auch hier habe ich das ganze Feld hier umranden nochmal nachbearbeiten müssen. Da ist dann hier das Gras draufgepackt worden und ja, das passt halt hier auch nicht so optimal, oder? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, also wie gesagt, das musste ich hier alles auch schon nachbearbeiten und das hat mir jetzt nicht ganz so dolle gefallen. Aber wenn wir schon hier sind, dann sehen wir auch, okay, wir haben wieder mal Unkraut. Aber nicht in diesem Jahr, wir werden dann nicht in diesem Jahr, in diesem Monat. Ich denke, wir werden dann im nächsten Monat dann raus müssen mit der Spritze. Denn das Thema Hacke,
Naja, okay, hier bei der Geschichte wäre jetzt das Thema Hacke eigentlich möglich und machbar. Weil hier, was haben wir denn hier drauf? Hier haben wir die Zuckerrüben drauf. Natürlich, hier hat man das sehr übersichtlich mit dem Unkraut. Da würde man sehen, wo man arbeitet. Aber ich denke, wir bleiben beim Spot-Spraying. Wir machen das einfach und werden auch zukünftig Unkraut mit Spot-Spray-Technologie bearbeiten und bekämpfen. So, jetzt aber erstmal hier mit der letzten Fuhre ins Silo. Jetzt überlege ich gerade, ich habe doch bestimmt wieder den Verkehr ausgeschaltet, ne? Ja, natürlich. Das mache ich immer im Off, weil man dann auch mit dem Helfer besser arbeiten kann. Ist einfach so auf der Konsole. Will man mit dem Helfer den Helfer irgendwo hinschicken, dann sind doch die Kollegen Verkehr immer ein bisschen im Wege. Ja, also wie gesagt, jetzt endlich mal wieder hier auf der Galgenberg und ich möchte das Projekt auf jeden Fall noch weiter vorantreiben. Aber wir müssen uns doch ein bisschen Gedanken machen, ob wir hier den eingeschlagenen Weg beibehalten oder eventuell dann doch in eine andere Richtung gehen. Weil dann könnten wir natürlich auch mal auf der anderen Seite der Map arbeiten. Wir arbeiten ja die ganze Zeit hier im unteren Teil, weil wir natürlich auch entsprechende Probleme hätten, wenn wir die ganze Zeit hier Umwege durchs Dorf fahren müssten. Und mit dem Gelände dort oben, was eigentlich ein Bauunternehmer ist, also wenn man da hinschaut, sieht man ja ganz großes Schild Bauunternehmen. Aber anscheinend kann man da auch mit landwirtschaftlichen Geräten hantieren. Und von dort aus könnten wir dann praktisch die obere Hälfte der Map hier entsprechend bewirtschaften. Okay, so, das Ganze hauen wir jetzt hier noch ins Silo rein. So, dele. Den Tempomat stellen wir wieder auf, was hatten wir? 5? Ja, ich glaube 5. Und ab die Post. Sehr gut, sehr gut. So, das Ganze werden wir dann noch entsprechend verdichten und verarbeiten. Aber wir haben ja noch ein Grasfeld. Und den Glas, den werden wir da auch gleich hochschicken, zusammen mit dem Wender. Mit dem Schwader. Wobei, ich bin jetzt gerade am Überlegen, brauchen wir eigentlich Gras? Wir brauchen ja eigentlich auch Heu, oder? Oder wie war das? Augenblick. Wir schauen mal ganz kurz hier ins Silo. Heu haben wir hier nicht. Dann schauen wir mal kurz in die Produktion. Und zwar haben wir oben die Silageproduktion. Da haben wir eigentlich auch kein Heu. Aber wir müssten ganz unten in unserem Futtermischer für Schweinefutter und Milchkuhfutter, Mischration. Ich glaube, da müssten wir doch noch jede Menge Heu drin haben, oder? Ja, man verliert so langsam ein bisschen den Überblick. Hier haben wir es. Heu 36.000, ja. Ja, das heißt, wir sollten auf jeden Fall beim nächsten Grasschnitt sollten wir Heu produzieren. Aber auf der anderen Seite haben wir 157.000 Mischrationen. Also wir haben jede Menge Mischrationen. Aber wir haben kein Heu mehr oben am anderen Stall, so wie es aussieht. Ja, hier durch diese ganzen Produktionen müssen wir immer wieder durcharbeiten. Wir haben kein Heu. Wir könnten natürlich dann alles in die Heutrocknung bringen. Ja, dann machen wir das. Wir bringen das Ganze in die Heutrocknung. Wir müssen ja nicht wenden. Wir haben ja auch gar keinen Wender. Wir haben nur den Schwader und bringen das Ganze dann in die Heutrocknung. So, das heißt, dann brauchen wir ja eigentlich auch kein Siliermittel. Dann brauchen wir ja auch nicht das Siliermittel. Kann man das entladen? So, die Hilfe ein. Ja, hier entladen ist natürlich nicht das Siliermittel, das glaube ich nicht. Weil das wäre ja eigentlich schade um das gute Stöffchen. Schauen wir mal. Nee, das ist natürlich da hinten entladen. Ah, hier abladen, Tempomat, Fahrtrichtung wechseln, Hupenmotor, Lenkmodus. Nee, ich glaube, Siliermittel, wenn es mal drin ist, kann man es nicht mehr rausholen. Ja, und er wird es natürlich verbrauchen. Ja,
Ja, ich will jetzt gerade mal schauen. Wir haben ja noch einen zweiten Ladewagen. Haben wir da Auxiliermittel drin? Ansonsten müssten wir Ballen machen, aber Ballen kriegen wir die dann wieder aufgelöst. Ja, da ist auch ein Siliermitteltank. Ja, da sind natürlich auch Siliermittel drin. Eieieiei, wie macht man denn das jetzt am geschicktesten? Ach, ich denke jetzt eine Fuhre. Wir werden ja nicht so viel Heu brauchen. Dann können wir, glaube ich, eine Fuhre auf jeden Fall mit Siliermittel auch reinwerfen. Machen wir uns jetzt erstmal gar keinen so großen Kopf. So, dann bringen wir den Xerion erstmal, ich sage mal, in Parkposition, beziehungsweise schon mal in Reichweite von unserem Grasfeld. Und dann müssen wir mal schauen, mit welchem Traktor, mit welchem Schlepper wir das Mähwerk dann benutzen, beziehungsweise einsetzen, das gute Pöttinger. So, fahren wir wieder mal durchs Dorf. Ich meine, den Rest können wir natürlich dann hier ins Silo werfen, stimmt eigentlich, um dann hier Silage zu produzieren. Ja, er kämpft, er kämpft. Und letztens habe ich ja mal gesagt, das Schöne an den Maps vom guten Kalle ist ja immer, dass man an die Produktionen auch mit dem Drehschemel kommt. Hier ist auch wieder hier die Bäckerei, glaube ich, da kommt man mit dem Drehschemel ganz, ganz schwer ran. So, wir fahren gleich hier mal den Berg hoch. Und das ist eben der Grund, warum ich mich auch am Anfang oder bis jetzt auch mehr im Tal aufhalte. Also ihr seht, es hier sind ganz schöne Steigungen. Und dann braucht man natürlich auch entsprechende Barmittel, um entsprechende Maschinen, hochmotorisierte, starke Maschinen zu kaufen. Sei es jetzt Erntemaschinen oder eben Maschinen zum Ziehen, Schlepper. Das ist hier oben alles nicht ganz so einfach mit kleineren Maschinen. So, und der Xerion hat ja schon einiges an PS, aber er müht sich auch, ne? So, wir stellen den mal hierher. Ja, durchs Gebüsch. Zack, zack. So, dann springen wir mal zurück. Ah, nehmen wir... Aber da fällt mir gerade ein, haben wir nicht den schönen neuen... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Einen New Holland. Dann nehmen wir doch mal den New Holland. Der ist, glaube ich, relativ... Ah, den haben wir, glaube ich, gebraucht gekauft, oder? 20 Stunden hat er schon drauf. Ah, den sollten wir auf jeden Fall auch reparieren. Ja, ja, den haben wir gebraucht gekauft. Und dann werden wir den gleich mal reparieren, weil der New Holland, der müsste ja ordentlich PS haben, oder? Stopp, wir müssen natürlich nach unten, da wo wir gekauft haben. New Holland, 273 PS. Der Klaas, der hat nämlich nur 205 PS. Also das heißt, wir nehmen den New Holland zum Mähen und mit dem Klaas werden wir dann die Schwarte legen. Okay. So, das waren 3900. Sehr schön. Das Mähwerk haben wir oben am anderen Hof. Und wie gesagt, das Einzige oder das, was wir wirklich natürlich ein bisschen die Kühe, natürlich die Hühner, das war natürlich das äußerst interessante Thema da oben an dem Hof. Die Hühner, die 360, glaube ich, die da drin sind, die uns ordentlich hier Eier produzieren. Aber ich würde fast mich von diesem Hof trennen wollen. Dann ein eigenes Fermentersilo irgendwo hinstellen. Und dann eben eventuell in die andere Richtung gehen mit der Fläche, die wir da oben kaufen können, anstelle eben von diesem Hof. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sollen wir hier so weitermachen, wie wir jetzt weitergemacht haben? Oder soll man natürlich doch so eine kleine Änderung in der
Ausrichtung des Hofs hier machen, dass wir dann doch eher mehr auf die Feldwirtschaft Wert legen. So, du Lewe, lass mal das Gewicht hier. Da werden wir es hoffentlich wieder finden. Okay. Und dann müssten wir uns natürlich auch ein bisschen den Fuhrpark zu Herzen nehmen, beziehungsweise uns nochmal ansehen und entsprechend auch modifizieren, anpassen. So, Dille. Und auf zum Feld. Dann werden wir das nämlich auch nochmal ernten. Der erste Schnitt des Jahres. Und dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen was in unsere Heutrocknung werfen, damit wir da wieder arbeiten können. Eine weitere Produktion vom guten Yogi hier auf der Map, damit wir auch immer schön was zu tun haben. Natürlich spart man sich dann dadurch auch ein kleines bisschen, ja, man spart sich den Wender auf jeden Fall. Und kann kontinuierlich dann mit Stroh oder Hackschnitzel arbeiten, um eben hier dann mit der Heutrocknung und nicht nur Gras, sondern auch Klee oder Luzerne. Auch hier werden wir oben anfangen. Sehr schön. Okay, wir sind am Feld angekommen und jetzt müssen wir wieder schauen, wie wir das hier machen mit dem Ganzen, denn wie gesagt, wir schauen nochmal hier in die Karte. Wir sind hier und da seht ihr auch den ganzen Rand, habe ich schon überall Feld erstellt. Okay, hinten noch ausklappen. Und dann müssen wir eigentlich links runterfahren. Motor an. Und dann geht's ab die Post. Und ich werde jetzt ein bisschen großzügig sein hier beim Fahren, damit wir nicht wieder zu viel Feldrand hier produzieren. Aber das große Problem ist halt eben das Thema der Helfer, weil der nimmt natürlich da wenig Rücksicht drauf. Der fährt natürlich immer raus. Und dann hat man wieder ruckzuck ein Stück neues Feld. Ja, besonders hier auf der linken Seite, da bin ich natürlich komplett rübergefahren, weil da wollte ich das ganze Gras mitnehmen. Da halten wir jetzt mal ordentlich Abstand. So, mit 16 km/h kommt er jetzt hier den Berg hoch, 15. Aber das braucht er auch wirklich, die PS. Sehr schön. Ja, aber ich glaube, wir können uns das auch leisten, dass wir hier einfach ein bisschen großzügig um die Feldränder jetzt herumfahren. Denn wir müssen nicht wirklich jedes Gramm mitnehmen. So, hier auch wieder ein bisschen vorsichtig. Da haben wir nämlich auch schon etwas Feldrand mitgenommen. Und natürlich hier drüben im Wald, Richtung Wald auch. So, Freunde, ich denke, das soll es für die heutige Folge wieder mal gewesen sein. Wir sind auf der Galgenberg wieder unterwegs. Ich werde hier wieder einige Folgen produzieren. Denn der Freitagsstream fällt ja jetzt aus diese Woche, weil ja wegen Fußball, wegen EM, ihr wisst es.
Aber auf jeden Fall finde ich dann tagsüber noch ein bisschen Zeit, hier ein paar Folgen für euch zu machen und auf einer der wunderschönen Maps, die halt der Yogi für uns gebastelt hat. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und das soll es gewesen sein auf der Galgenberg. Ich sage Tschüss, Ciao, bis zum nächsten Mal.